Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video und wie man auch schon weiß, es ist jetzt gerade Dezember und wie man auch schon hier erkennt oder man weiß es auch, auf dem Minecraft-Gommi-Server ist der Adventskalender in Gange. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich über den Adventskalender jeden Tag ein Video mache, in dem ich alle Aufgaben des Adventskalenders spiele. Übrigens, ja, ich weiß, heute ist eigentlich schon der 4. Dezember, aber ich habe gestern erst rausgefunden, dass es eigentlich eine coole Videoidee wäre, die vielleicht auch etwas Klicks bringt, hoffe ich. Und ja, deshalb starte ich jetzt leider etwas später, aber ich habe nämlich, wie man hier sieht, schon die ersten 3 Tage gemacht. Also, ja. Ich versuche das täglich zu bringen, kann aber auch mal sein, dass ich es einmal einen Tag später hochlade. Falls man nicht weiß, was der Adventskalender ist, man hat jeden Tag ein Türchen und dann sind solche Aufgaben, zum Beispiel hier, zum Beispiel sowas, wie hier steht, und da kriegt man daraus Geschenkstücke, wenn man eine Aufgabe geschafft hat, und wenn man 10 Geschenkstücke hat, kriegt man ein Geschenk und dann kriegt man irgendwelche Items oder Belohnungen. Lasst uns, denke ich mal, starten. Für den heutigen Tag haben wir einmal: Baue einen Core in Cores ab. Wirf dich in Game 1 vs 1 mit einem Stärketrank ab. Und, das haben wir noch, sammle 1000 Kekse in Cookies. Okay, als erstes mache ich das mit dem Game 1 vs 1. Ich bin es in Kit 1 gegen 1 vs 1 und hier gibt es das Magier-Kit und ich habe jetzt einfach jeden Trank gegeben. Also auf jeden Fall habe ich jetzt einen Stärketrank und das war es eigentlich schon. Die erste Aufgabe ist erledigt. Bevor ich zur nächsten Aufgabe hole ich mir erstmal meine Belohnung ab. Als nächstes mache ich die Aufgabe in Cookies. Ich gehe jetzt in Cookies Solo. Ich weiß nicht, wo man das am besten machen kann, aber ich versuche es mal so. Ich sammle erstmal Cookies, dann hole ich mir einen Schrein und dann hoffe ich mal, dass ich damit 1000 Cookies sammeln kann im Ganzen. Die Runde ist jetzt so losgegangen und ich gehe mal zuerst Mitte und dann hole ich mir gesagt. Ich habe gerade einen Cookie-Regen erreicht und das ist eigentlich recht gut. Ich hole jetzt nicht zu viele Cookies, denn nicht, dass ich noch gekillt werde. Aber jetzt, ja, jetzt sind sie auch schon alle weg, aber ich habe auf jeden Fall ein paar geholt und kann mir jetzt auch, denke ich, gleich einen Schrein holen. Ein bisschen brauche ich noch, dann hole ich mir auf jeden Fall einen Schrein. Genug Cookies für den Schrein habe ich jetzt auf jeden Fall und ich habe mich dazu entschieden, dass ich mir einen Schrein hole und danach spare ich einfach auf einen weiteren Schrein, denn ich muss ja nicht in den Turm sein, ich muss ja nicht nur Cookies erreichen. So, ich hole mir jetzt einen zweiten Schrein, denn ich gehe jetzt eigentlich nur auf Schreine, weil wenn ich 3 Schreine habe, müsste ich eigentlich schon im Ganzen genug Cookies haben. Denn die Turm ist ja scheißegal, es geht nur um die Cookies. Und ich denke, wenn ich mir aber dann nochmal einen Schrein hole, müsste ich eigentlich im Ganzen genug haben. Jetzt hat sich auch noch ein dritter Schrein gegönnt und wenn ich jetzt nochmal 100 Cookies sammle, dann denke ich, habe ich genug Cookies. Ich habe jetzt auch mega viele Cookie-Blöcke. Dann denke ich, habe ich genug Cookies, um die Aufgabe zu schaffen, hoffe ich mal. So, man sieht 100 Cookies und 3 Schreine. Ein Schrein kostet 300 Cookies, also haben wir 900 plus 100. Das sind auf jeden Fall 1000 und somit wäre diese Aufgabe auch erreicht. Ich bin hier und habe gerade rausgefunden, dass ich noch nicht genug Cookies habe. Ich kann mir vorstellen, das liegt vielleicht daran, dass man da mal durch Belohnungen oder durch Achievements auch Cookies kriegt. Also muss ich jetzt wohl nochmal sammeln gehen, leider. So, eine neue Runde startet und da gehe ich jetzt auf jeden Fall wieder ab zur Mitte. Ein Schrein ist auf jeden Fall wieder am Start. Ich müsste jetzt eigentlich genug Cookies haben, aber ich sammle noch ein bisschen. Ich meine, man kann nicht genug haben, nicht, dass ich nachher wieder zu wenig habe. 200 Cookies habe ich jetzt am Start, also ich müsste eigentlich mehr als genug haben. Wie wir auch hier sehen, ich habe genug gesammelt. Als nächstes werde ich auf jeden Fall den Core zerstören. Ich glaube, das wird ja recht schwierig, denn man hat ja noch Mates und deine Teammates wollen natürlich auch Core zerstören, weil sie haben die Aufgabe ja auch. Also hoffe ich, dass ich irgendwas hinkriegen werde auf jeden Fall. So, die Runde beginnt jetzt und ich hoffe, ich reiß was. Okay, es sind gerade an beiden Cores von uns Gegnern, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, denn die sind abgelenkt. Und dann muss ich doch jetzt den einen zerstören gehen, oder? Und ich mache es am besten so, ich habe eine Taktik erfunden. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. So, aber so ist es nämlich nicht. Auf jeden Fall so ist man außer Reichweite des Cores vielleicht. Vielleicht auch nicht, aber ich hoffe es mal. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich auch getötet worden. Danke dafür. Wirklich, danke. Okay, doch, es bezieht es doch.
Ich spüre Anspannung pur. Ich hab's bald geschafft, ich hab's bald geschafft. Bitte. 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 Bitte jetzt, jetzt komm. Ja, oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh, es war. Die Sache ist halt. Ich habe meine FOV ganz hochgestellt, denn ich. So, ich habe gehofft, dass ich dann von weiter weg den Core abbauen kann. Und ich habe wirklich mega viel Tries versucht, so. Sieht jetzt nicht so danach aus, sieht auch First Try aus, aber ich war mega. So, dann. Weißt du, du bist so angespannt. Aber ich habe es auf jeden Fall geschafft, hoffe ich mal. Wenn sie jetzt nicht zählt, dann. Ich schwöre, kill ich. Wer noch immer. Gomme selber. Und übrigens, tut mir leid, dass ich lief bin, aber. Ja, eigentlich lief man nicht, aber. Sag mal, wie findet ihr es, wenn ich liefe? Statt die Runde fertig zu spielen. Findet ihr das nice, wenn ich jetzt einfach liefe, obwohl ich jetzt. Wenn ich jetzt die Quest gemacht habe? Oh mein Gott, ich hab's geschafft, ja. Oder findet das nicht nice? Ich habe jetzt auch hier wieder ein Geschenk. Das können wir doch mal zusammen. Wieder ein Trader Pass. Also, jetzt habe ich 4 Trader Pässe gekriegt. Kriegen wir noch was Schlaueres als nur das? Auf jeden Fall, das war die erste Folge vom Adventskalender. Bis zum nächsten Mal, auf jeden Fall.